meine Hand, die deine hält. Ich wünschte Liebe ohne Leiden und dass dir nie die Hoffnung fehlt und dass dir deine Träume bleiben. Und wenn du suchst nach Zärtlichkeit, wünsch ich dir Liebe ohne Leiden und Glück für alle Zeit. Da, 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 da. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die deine hält. Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden und dass dir nie die Hoffnung fehlt und dass dir deine Träume bleiben. Und wenn du suchst nach Zärtlichkeit, wünsch ich dir Liebe ohne Leiden und Glück für alle Zeit. Mein Herz, es brennt, wenn ich dich seh. Ich bild mir ein, dass ich nicht auf dich steh. Mein Herz, es brennt, wie ich und du. Wir zusammen. Mein Herz, es brennt, wenn ich dich seh. Ich red mir ein, dass ich nicht auf dich steh. Mein Herz, es brennt, wie ich und du. Wir zusammen. Es war schon dunkel, als ich durch Bordsteinstraßen heimwärts ging. Da stand ein Wirtshaus, aus dem Musik noch auf den Gehsteig stieg. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.
Da saßen Männer mit blauen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox, da klang Musik, die fremd und südlich war. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trank ein griechischer Wein. Und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein. Und dann kommt die Sehnsucht wieder in dieser Stadt. Will ich nur immer wieder sein von daheim. Griechischer Wein und die altvertrauten Lieder schenk noch mal ein. Und dann kommt die Sehnsucht wieder in. Test. Ich hatte mir vorgenommen, noch einen kurzen Satz noch zu sagen zum Abschluss der heutigen Veranstaltung. Ist noch nicht zu Ende, es dauert noch ein paar Stunden. Aber ich wollte sagen, als Al mich letztes Jahr gefragt hat, ob ich mit ihm nicht mal hier, also er hatte, also thematisierte am Telefon das Alphabet und ich bin mit ihm da auch einig gewesen, dass das Alphabet ist. Und er wollte dann hier diese Veranstaltung aufziehen, das hat er geschafft, hat er ganz mit Hilfe von den Leuten, die auch hier arbeiten und auch anderen Leuten, die woanders arbeiten. Und diese höchst interessante, ich will es gar nicht Veranstaltung nennen, sondern Zeit. Einfach Zeit, die wir miteinander verbracht haben hier. Ich lese gerade eines seiner letzten Bücher, Schnee über Venedig. Gestern habe ich angefangen, darin zu blättern. Ich war gerade fertig mit Jerry Cotton, Band 746. Und also als er mich damals fragte, da habe ich mich unheimlich gefreut, hier mit ihm zusammen einmal in Erscheinung zu treten. Man kennt ihn ja kaum. In seinen Fernsehgeschichten ist er unkenntlich. Er ist ja immer hinter der Kamera und auch hinter der Schreibmaschine und so. Und ich habe gedacht, ein so hervorragender Entertainer muss auch mal vor die Leute treten. Das fand ich ganz toll, wie er das heute hingekriegt hat. So ganz locker, so wie man auch sich das vorstellt, wenn man sich das gar nicht vorstellen kann. Ich fand das ganz toll, heute mit Alexander hier zu arbeiten. Arbeit ist das ja nicht. Es ist zwar Arbeit, aber trotzdem ist es immer noch auch anstrengend. Ich weiß nicht, was gleich noch kommt, ob er sich noch was ausgedacht hat. Ich habe hier noch mal so ein. Ich guck mal, was jetzt, vielleicht kommt da noch was, warte mal. Ja, warte mal. Hier, Bodenhaftung durch Bauch ist schon besprochen worden. Nur einmal ein Satz aus dem Buch
schnell über Venedig, Seite 116, B.L. Ich glaube, das ist es, was er mit dem Denkbild der Schweißerin meint, die ihre Arme flügelartig wie ein Vogel anlegt. Das dauerhafte Element der Dichtung, die Buchstaben. Mensch, das sind ja Aufzeichnungen, die man hier so sieht. Das ist ja toll. Placken der Alphabete, Schollen und Kontinentalplatten der Erde ähnlich. Über dem Magma der nicht sprachfähigen Empfindungen. Ich weiß gar nicht, ob er das heute vorgelesen hat. Ich glaube kaum. Dann ist doch erstmal schwer zu verstehen. Doch wenn wir zwischen den Buchstaben andere Buchstaben finden, dann verstehen wir das, was gemeint ist. Und zwar diese offene Besonderheit. Ja. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich weiß nicht, was ihr macht. Ihr seid herzlich eingeladen, hier eure Schlafsäcke rauszuholen und hier zu übernachten. Tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Freund Alexander Kluge und auch bei den vielen Leuten. Ihr habt uns viel Spaß gebracht. Auch ihr zwei, Sir Henry und Lilith. Jetzt kommt noch was. Я за тебя уж молюсь.